Ich habe gelernt, dass die nicht von Problemen und Risiken sprechen, sondern, es ist ja auch in dem Vortrag deutlich geworden, von Herausforderungen. Und Herausforderungen müssen gelöst werden. Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, finde ich weltweit, sind gigantisch. Wenn wir uns den Klimaschutz und den Klimawandel anschauen, wenn wir uns die Frage Bevölkerungswachstum verbunden mit einem zusätzlichen Anspruch an Ressourcen anschauen. Und das wird nicht anders zu lösen sein als mit sowas wie einer ökologischen industriellen Revolution, wobei für mich das Thema Ökologie als kategorischer Imperativ einfach gesetzt ist. Kriegen wir das hin, Wirtschaftswachstum hier zu generieren, oder lügen wir da uns eigentlich in die Tasche, weil wir gerade gehört haben, es darf ja eigentlich gar nicht so weitergehen. Also wenn wir Wirtschaftswachstum haben, dann bräuchten wir eine wirklich radikale Entkopplung vom Ressourcenverbrauch, aber das wird ja, glaube ich, nicht einfach. Was können wir machen, um das hinzukriegen? Naja, das ist eine schwierige Frage und die Antwort ist auch nicht ganz einfach. Ich glaube, da kann man sich akademisch mit auseinandersetzen, aber wir haben es mit einer aktuellen auch politischen Situation zu tun. Wenn ich jetzt über die Begrenzung des Wachstums philosophiere oder gegebenenfalls auch noch eine Verzichtsdebatte führe, dann glaube ich, setze ich nicht die gesellschaftlichen Kräfte frei, die notwendig sind, um das hinzubekommen, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben. Also wir reden über beschleunigte Energiewende. Das ist ein auch deutscher Sonderweg, zumindest zunächst, und da stehen wir in einer besonderen Verantwortung, sowohl gegenüber der eigenen Bevölkerung als auch gegenüber Entwicklungen an anderen Stellen in der Welt. Also wenn das hier gelingt, dann gelingt es auch an anderer Stelle. Ich will da nicht allzu sehr den Vorbildcharakter betonen, aber dafür brauchen wir Wachstum in bestimmten Bereichen, um das hinzubekommen. Dafür brauchen wir technologische Sprünge, da brauchen wir massive Investitionen. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass ein Nadelöhr dieses Weges die notwendige Kapitalbereitstellung ist, um das hinzubekommen. Deshalb kann ich da nicht von Begrenzungen sprechen, sondern da brauche ich absolutes Wachstum, um dahin zu kommen. Gleichzeitig sehe ich aber Trends, die in anderen Bereichen stattfinden, wo wir über Lebensmuster sprechen, in der Tat auf einem relativ hohen Niveau, wo es Sättigungsgrade gibt, weil diese Bereiche müssen wachsen, wenn wir die Herausforderung gewinnen wollen. Bei der Landwirtschaft kann ich das nun dadurch unterstreichen oder illustrieren, weil es sehr einfach ist. Also es reicht nicht nur, dass wir da die Verbraucher haben, die das wollen, und die Landwirte, die es produzieren, wenn das dazwischen fehlt, also keine Schlachthöfe mehr da sind, keine Molkereien, da müssen wir eine Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette machen, und ich glaube, das gilt für alle eher nachhaltigen, orientierten, auf Ressourcen schonenden Ökonomien, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette betrachten müssen und nicht nur Endkunde, Konsument und Unternehmer, weil dazwischen fehlt es manchmal auch. Werte ist richtig, ja, aber wenn man über Werte diskutiert, ist man schnell bei dem moralischen Zeigefinger. Ich glaube, es geht um Inwertsetzung. Also wie setze ich Werte, die eigentlich nicht ökonomisch sind? Fairer Handel ist nicht unbedingt eine ökonomische Kategorie. Wie setze ich die in Wert? Und da kann Kennzeichnung in der Tat zu beitragen. Aber auch die ein oder andere öffentliche Diskussion in der Tat und das Beschäftigen damit, was eigentlich wertvoll ist. Komme ich wieder zu meiner Ruhe. Ruhe, Gegenden ohne Lärm haben ihren Wert, die teilweise noch nicht in Wert gesetzt sind. Also Nachhaltigkeit in Wert zu setzen, ich glaube, das ist eine Gestaltungsaufgabe von Politik und Unternehmen. Es geht nicht darum, defensiv zu sein, sondern mir geht es darum, von Chancen zu sprechen und die Chancen auch in den Vordergrund zu stellen. Also wenn dieser besagte konservative Abgeordnete aus der Steiermark mir sagt, als konservative Abgeordnete, stellen Sie sich das mal vor, das würde CDU-Kollege in Deutschland sagen, der sagt mir, ich bin froh, dass wir hier 60 Kilometer vom nächsten Autobahnanschluss weg wohnen.
das muss ich mich mal aus der Zunge zergehen lassen, weil das eine Entwicklung in der Region ermöglicht hat, die wir sonst nicht haben könnten. Wir waren abgeschriebener Winkel, mittlerweile haben wir die Dinge, die wir in der Region haben, in Wert setzen können, beispielsweise ein regionales Handwerk, was nicht durch Firmen von außen beeinträchtigt worden ist, was sich hat entwickeln können, und mittlerweile haben wir wieder Zuzug in unserer Region, weil wir hier eine Gegend sind, wo man in Ruhe leben kann, nicht belastet von Lärm. Das sagt ein konservativer Abgeordneter, aber er spricht von den Chancen, die dadurch ökonomisch sind, und nicht mit dem Zeigefinger, ihr müsst aber das und das tun. Ich will zwei Beobachtungen wiedergeben. Ich weiß nicht, ob man die auch systematisieren kann und ob man die vielleicht auch empirisch belegen kann. Bei meiner Tochter war es so, in dem Alter zwischen 6, 8, 9, in dieser Zeit jedenfalls, war die Sendung Wissen macht A, Top-Runner. Jeden Abend 19.30 Uhr, Wissen macht A. Nicht irgendein Zeichentrickfilm, sondern Wissen macht A. Und dahinter steckt ja die Frage, wie hängen die Dinge zusammen, kann man da forschen? Und in der Schule war das auch so, in der Grundschule Forscherinnen und Forscher sollten die Schülerinnen und Schüler sein. Und mein Eindruck ist, dass das in der späteren Schullaufbahn verschüttet wird. Vielleicht kommt da auch sozusagen eine gewisse Entwicklungsfrage mit dazu, aber es müsste doch der bildungspolitische Auftrag sein, das nicht zu verschütten, sondern freizulegen, zu fördern. Bio-Friedrich Schmidt-Bleek, ein Mensch, der lange Zeit am Wuppertal-Institut geforscht hat, vor Ihnen, der vor einigen Jahren gemeinsam mit dem ersten Präsidenten einen großen Umweltpreis in Japan gewonnen hat, hat gesagt, er ist ganz stolz drauf, dass in Japan kein Ingenieur die Hochschule verlässt, ohne jemals von der Faktor-10-Idee gehört zu haben. Und die Frage, die sich für mich damit verbindet, ist, müssen wir in der Ausbildung diese Gedanken, die wir hier denken, Effizienz, Cradle to Cradle oder langlebige Ansätze, Ressourcen sparen etc. etc., müssen wir diese Ansätze nicht viel mehr in der Ausbildung integrieren und insbesondere auch in die betriebliche Ausbildung? Ich würde gerne noch früher anfangen. Es geht nicht nur um die Frage der Integration, sondern wir brauchen eigentlich ganz viele junge Menschen, die Interesse daran haben, sich mit Naturwissenschaften, mit Technik auseinanderzusetzen und das auch zu erfinden, weil das zentrale Problem unseres Standortes wird zukünftig sein, dort genügend Menschen zu haben, die auch ökologische Revolutionäre werden wollen, also die sich daran beteiligen, danach suchen, forschen und so weiter. Und das, glaube ich, fängt früher an als in der Ausbildung, hat was mit Schule, mit Kindergarten zu tun. Und das, um es auf eine prägnante Formel zu bringen, warum stellen sich heute 14.000 junge Mädchen an, um Germany's Next Topmodel zu werden? Und warum steht keiner an, Deutschlands größte Erfinderin zu werden? Das ist so meine Frage, aber da läuft irgendwas nicht in Ordnung, nicht in die richtige Richtung jedenfalls.